Liebe Leute, es ist mal wieder Haul-Time auf The Brick Pool und ich glaube, das ist das erste Haul-Video seit einigen Jahren, vielleicht seit 2, 3 Jahren. Ich habe natürlich in der Zeit trotzdem einige Sets mir gekauft, einige Minifiguren-Serien zum Beispiel auch vorgestellt, aber dass wir mal wieder zusammenkommen und ich mal ein paar Sets zeigen kann, die ich mir gekauft habe, wo ich auch irgendwie mich drüber freue, die teilweise auch selten sind, die aber auch gute Angebote waren. Das ist, glaube ich, schon lange her. Deswegen freue ich mich, dass es mal wieder soweit ist. Wahrscheinlich wird es im nächsten Jahr dann auch wieder mehrere davon geben. Wir schauen einfach mal. Also ich bin mittlerweile eher so, dass ich mir Sachen kaufe oder die ich vielleicht auch geschenkt bekomme oder sowas, dass ich da ein bisschen wählerischer bin, dass ich nicht mehr irgendwie so Impulseinkäufe mache oder sage, ach ja, das kann man ja mal mitnehmen oder so. Also das ist natürlich ein bisschen platzbedingt, das ist natürlich aber auch so ein bisschen der Sammelleidenschaft und dem, was man so alles haben möchte, irgendwie so ein bisschen, ja, bedingt. Also, wir schauen mal, wenn euch solche Videos gefallen, ihr könnt natürlich die ganze Haul-Video-Reihe durchschauen, die ich gemacht habe. Wie gesagt, da sind schon einige auf jeden Fall Hauls und Einkäufe und sowas mit drin. Und natürlich gerne ein Like und ein Abo für dieses Video dalassen, wenn euch sowas gefällt und ihr sowas dann in Zukunft auch wieder öfter sehen möchtet. Das erste Paket, was wir hier haben, das ist ein Geschenk von meinem guten Freund Jonas. Die meisten, die die Livestreams gucken, kennen ihn. Das ist tatsächlich ein Päckchen gewesen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Das hat er mir einfach so zugeschickt. Wir haben öfters mal so Phasen, das muss ich vielleicht kurz dazu erwähnen, dass wir uns einfach über irgendwelche Themen bei Lego unterhalten. Irgendwas, was die meisten wahrscheinlich gar nicht interessiert, wo ein Video oder ein Artikel wahrscheinlich gar nicht so der Rede wert ist. Aber es sind manchmal auch so ein paar abstruse Sachen, die einfach zur Lego-Geschichte dazugehören. Und das, was hier drin ist, das gehört dazu. Ich bin sehr gespannt, wie viele von euch das kennen, wie viele von euch vielleicht sogar ein Set davon haben. Und dann würde ich sagen, schauen wir hier mal rein, was wir denn Schönes geschickt bekommen haben. Es ist tatsächlich ein kleines Polybag. Oh, da habe ich jetzt gerade mal meine Wand eingerissen. Aber ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Wir haben hier ein Racer-Set. Und zwar mit einem Pullback-Motor und es ist dieser Nesquik-Hase mit dabei. Und das finde ich tatsächlich ist ein ziemlich ulkiges Thema, eine komische Lizenz, sage ich mal, Nesquik-mäßig. Das ist auch hauptsächlich so deutschlandweit gewesen. Ich werde hierzu auf jeden Fall irgendwann nochmal, vielleicht in diesem Jahr, ich kann es aber noch nicht hundertprozentig versprechen, ein Review machen, weil ich diese ganze Backstory ziemlich interessant finde. Aber es gibt da noch ein Polybag mit der Figur, die tatsächlich sogar auch ordentlich was wert ist. Ähnlich wie dieses Polybag. Das hat er, glaube ich, relativ günstig auf eBay Kleinanzeigen, meine ich, war es geschossen. Er hat eins für sich gekauft und eins für mich, weil wir halt dieses Thema irgendwie die ganze Zeit hatten. Und dann hat er wohl zufällig nachgeguckt und das dann gesehen. Finde ich persönlich eine putzige Idee. Und es ist halt irgendwie was, ja, was Besonderes, was Einzigartiges in der Lego-Welt. Ich weiß nicht, wie viele das wirklich interessieren wird, aber dieses ganze Recherchieren im Hintergrund und so, das macht schon Spaß und da werde ich auf jeden Fall gucken, dass wir da irgendwie irgendwas mal zu machen. Das ist auf jeden Fall so das Erste. Dann, das hatte ich in einem Short schon gezeigt, wollte aber natürlich das nochmal hier ins Haul-Video packen. Das Pilzhaus von Jonas Kramm. Das habe ich mir vom Bricklink Designer Programm bestellt. Und da freue ich mich auch, das irgendwann mal aufbauen zu können. Ihr seht, es ist auch noch original verpackt. Also der Wert wird dann natürlich stark sinken, wenn ich die Siegel breche hier. Aber das habe ich mir natürlich gekauft, weil ich es auch aufbauen möchte. Und weil ich das nicht so als Sammelding sehe oder als Reseller oder sowas. Ich finde, das ist wirklich ein sehr schönes Set und ich glaube, es hat 79,99 € gekostet. Das heißt, es ist auch eins von den wirklich günstigeren Sachen, die man beim Bricklink Designer Programm kaufen kann. Deswegen habe ich gedacht, okay, das kann ich mal mitnehmen, weil es mir halt auch ganz gut gefallen hat. Ich weiß noch nicht, wir wollten es eigentlich vielleicht im Livestream bauen, Jonas und ich. Aber dieses Bauen ist teilweise vom Setting her immer ein bisschen schwierig hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber das wird auf jeden Fall irgendwann nochmal kommen. Vielleicht kann ich das sogar hier dann hinstellen als neue Kulisse. Da haben wir doch gleich wieder alles wiederverwendet oder weiterverwendet. Auf jeden Fall zwei schöne Sachen bis jetzt. Dann habe ich hier etwas, ein relativ kleines Paket vom Bricks eShop. Ich denke mal, Bricks Just For Me. Kennen viele von euch. Das ist auch ein YouTuber, den ich sehr gerne verfolge. Schöne Grüße. Er wird wahrscheinlich dieses Video nicht sehen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Er hatte ein Haul-Video, in dem er sehr viele original verpackte Herr der Ringe-Sets und sowas quasi gekauft hat und auch vorgestellt hat. Und
Unter anderem hatte er das Elrond-Polybag. Damit habe ich es mehr oder weniger schon verraten. Für, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was der Preis war, 45 € oder so. Er hat da irgendwie 10 Stück oder 8 Stück oder 9 Stück irgendwie so von gekauft. Und da habe ich gedacht, okay, weil er auch gesagt hat, ja, eins wird er behalten und den Rest will er wahrscheinlich dann wieder loswerden. Da habe ich dann natürlich mal geschrieben. Also ich weiß noch nicht, ob es hier drin ist. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber es sollte eigentlich so sein. Und dann müssen wir hier kurz mal das wegräumen. Einmal eine Brixley-Figur. Und dann haben wir hier das nette Paket. Ja, und dann haben wir halt, habe ich ihn halt natürlich dann gleich angeschrieben und ja, das vorhin. Und gefragt, wie es denn aussieht. Ne, manchmal sagt man das ja so in den Videos, aber er wollte es tatsächlich dann auch loswerden oder hat gesagt, ja, können wir gerne machen. Haben wir uns auf einen ganz guten Preis geeinigt, würde ich sagen. Ihr könnt mal gucken, was dieses Polybag so kostet auf Bricklink, wenn es verfügbar ist. Und ja, so in den Regionen hat sich der Preis dann tatsächlich aufgehalten. Es ist eine Figur, die sehr besonders für mich ist. Es ist erstmal eine Figur, die, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, Amerika-exklusiv irgendwie gewesen ist. Und das heißt, die gibt es hier nur schwierig zu bekommen. Das Polybag an sich gibt es hier auch nur schwierig zu bekommen. Und das Ding ist halt, es ist die letzte Figur aus der originalen 2012er Herr der Ringe-Reihe, die mir gefehlt hat. Das heißt, ich habe jetzt offiziell alle Lego Herr der Ringe-Figuren aus der ersten Reihe, also 2012, 2013 kamen ja dann noch einige dazu mit der Hobbit-Reihe. Aber deswegen war das wirklich etwas, was mich sehr gefreut hat, was einfach ein Zufall war. Ich wusste, dass ich diese Figur irgendwann nochmal haben möchte, aber wie gesagt, diese Polybags, ihr könnt mal gucken, ich glaube, die gehen so bei 65, 60 € los bis hoch in die 80, bis auch dreistellig teilweise. Da ist es schon echt schwierig, die zu bekommen und ich habe das für einen sehr guten Preis halt bekommen. Freue mich dementsprechend auch, werde das auch öffnen und das kann ich auch schon versprechen, ich werde dann demnächst ein Video machen, in dem ich euch alle Herr der Ringe-Figuren tatsächlich auch mal zeigen werde, wo ich hier auch vernünftige Reviews machen kann zu diesen Figuren, wie ich das bei den Minifiguren-Serien mache. Das wird ein sehr langes Video wahrscheinlich. Es wird sehr viel Hintergrundinformation zu Herr der Ringe kommen. Aber ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen, wenn ihr irgendwas mit Herr der Ringe zu tun habt. Oder wenn ihr es mögt, wie ich über Herr der Ringe rede. Das ist natürlich so eine Sache. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank nochmal, dass das geklappt hat. Wie gesagt, falls ihr das Video sieht, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, also das freut mich sehr und ich hoffe natürlich, dass wir im nächsten Jahr, also 2025, in irgendeiner Weise wieder mehr Herr der Ringe-Sets bekommen. Nicht nur diese großen D2C-Sets, nicht nur diese großen Icon-Sets, sondern vielleicht auch mal ein paar kleinere Sachen, wo coole Figuren drin sind. Vielleicht irgendwas mit Battle Packs, so wie dieses Battle Pack, was ihr da oben seht zum Beispiel. Das wäre eine super coole Sache. Und aber ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt diesen Punkt quasi schon mal abgeschlossen habe. Also 2012, Herr der Ringe ist für mich Set und figurenmäßig jetzt komplett abgeschlossen. Ich habe alles dazu. Das heißt, da kann ich jetzt so ein wirklich Overall-Ranking, Fazit, Detailanalyse, was die Figuren angeht, etc. machen. Also da könnt ihr euch, wie gesagt, wirklich drauf freuen. Und dann habe ich noch ein großes Paket hier unten stehen. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich werde das hier einfach mal offscreen, sage ich mal, aufmachen. Aber ihr könnt mich noch weiter natürlich hier anhören. Dieses Set hier kommt tatsächlich aus dem Lego Online Shop. Es war ja auch hier Black Week und diese ganzen Aktionen, die es gegeben hat, etc. etc. Und da musste ich auch bei einer Sache zuschlagen, hoppala, die ich schon längst haben wollte. Das ist tatsächlich etwas, was auch EOL wird. Und wie gesagt, der Karton ist sehr, sehr groß. Das heißt, ich hoffe, dass ich das hier irgendwie hinkriege. Das erste Set auf dieser Reise, was wir mal uns angucken können, ist dieses kleine Creator-Set. Sehr putzig, so eine kleine Eisenbahn. Ist nett, glaube ich. Für kleine Kinder ganz cool. Gab es als GWP quasi mit dazu. Ich weiß gar nicht, was der Einkaufswert war. Ich glaube 170 €, wenn ich mich nicht ganz irre.
Aber ich meine schon, so irgendwie in dem Dreh war das. Und das ist natürlich jetzt nicht das, was der Hauptgrund war, warum ich das gekauft habe, sondern das, was hier drin schlummert, ist. Dieser Karton. Und jetzt denkt ihr euch, hä, was ist das denn für Karton? Und das habe ich jetzt auch gerade gedacht, weil ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass größere Lego-Sets in solchen Kartons verschickt werden. Hoppala. Mal kurz hier vernünftig hinlegen. Ich hoffe, ich reiße jetzt hier nicht alles auseinander. Ich habe natürlich auch kein Messer dabei, aber wie gesagt, das ist mir komplett neu. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr in letzter Zeit was im Lego Online-Shop bestellt habt. Ob ihr das auch wisst. Ob es da irgendwelche Neuerungen gab, dass da irgendwie Sets jetzt nochmal extra verpackt werden. So, Nummer 1. Und. Hoppala. Ja, bis gleich. Ihr seht schon, hier war alles drin. Das ist hier nicht geskriptet, das ist hier nicht irgendwie der heilige Schnitt. Ich weiß nicht, ob man es so sehen kann. Ich glaube, ich muss es noch mal kurz runternehmen. Ups. Was lange währt, wird endlich gut. Ach Gott. Die El Dorado Fortress. Das Remake von Lego, eins der, wie ich finde, schönsten Piratensets und natürlich auch eins der ikonischsten Piratensets, die es jemals gegeben hat. Und ich glaube, das Remake steht dem Original in nicht vielen Dingen nach. Also natürlich mag zum Beispiel 3D-Baseplates lieber. Das haben sie aber hier wunderschön gemacht mit der Platte, wie sie das gebaut haben. Man kann es nicht eins zu eins quasi nachbauen. Aber ich habe die Pirate Bay, ich habe das Creator 3-in-1 Schiff. Und ich habe das Set, das heißt, die ganzen modernen Piratensets müsste ich alle haben, wenn wir das Bricklink Designer Programm natürlich mal weglassen. Und was wichtig ist an der Sache, ich habe dieses Set für 127 Euro bekommen. Jetzt werdet ihr sagen, wie kann das denn sein im Lego Online Shop? Also, es gab eine Aktion, ich weiß nicht mehr, ob es Black Friday war oder ob das einfach VIP-Wochenende war. Da wurde dieses Set rabattiert auf 171 Euro waren es, glaube ich, oder 172 Euro. Schon ein super Deal. Und ich habe noch ein paar VIP-Punkte als Rabatt eingelöst, was ich, by the way, mittlerweile wesentlich einfacher finde als das Programm, was es vorher gab, weil da musste man erst den Rabattcode einlösen, glaube ich, und dann den Rabattcode an der Kasse quasi einsetzen. Und das kann man jetzt direkt in einem Schritt machen, quasi in der Kasse. Das heißt, ich habe den höchstmöglichen Rabatt, den ich kriegen konnte, für dieses Set aufgewandelt. Das waren irgendwie 44 Euro irgendwas. Und so komme ich dazu, dass ich hier nur knapp 130 Euro für dieses Set bezahlt habe. Und das ist für mich ein unschlagbarer Deal. Ich weiß gar nicht, ich habe es ausgerechnet, 42% Rabatt oder 43% Rabatt insgesamt auf dieses Set. Und das ist meiner Meinung nach nicht zu schlagen. Das Set ist mittlerweile auch nicht mehr bestellbar. Es geht leider dieses Jahr EOL. Ich bin sehr froh, ähnlich wie es damals bei Pirate Bay war, dass ich es mir doch noch zulegen konnte, bevor es EOL geht, bevor ich es irgendwie teuer auf eBay Kleinanzeigen oder so nachkaufen kann. Bin ich sehr froh drüber, freut mich sehr. Und deswegen habe ich es jetzt hier stehen. Ich weiß noch nicht, wann ich es bauen werde. Das ist ähnlich wie bei der Pirate Bay, die habe ich jetzt auch schon über 2 Jahre hier rumstehen, beziehungsweise rumliegen. Aber es wird irgendein besonderer Moment da kommen, in dem ich dieses Set euch zeigen werde, in dem ich ein ausführliches Review machen werde dazu. Aber vielleicht können wir das auch einfach in ein paar Jahren dann noch machen, wenn wir die Zeit dann dafür haben, wenn dieses Set wirklich auch schon fast wieder ein Retro-Set ist. Das schauen wir mal an, da haben wir ja keine Eile. Ich freue mich sehr, dass ich es habe. Ich bin auch tatsächlich so ein bisschen fasziniert und begeistert, dass solche Sets teilweise im Lego-Online-Shop so hohe Rabatte kriegen. Ich weiß nicht, wie viel es war, 30% normaler Rabatt oder so oder 25%. Ist schon relativ viel, gerade wenn es ein Set ist, von dem ich glaube oder von dem die meisten glauben, dass es relativ gut ist. Es war auch relativ schnell weg. Ich habe es zufällig gesehen. Ich bin morgens irgendwie aufgewacht um 7, habe ein bisschen rumgescrollt im Internet und dann habe ich gesehen, hä? Im Angebot bei Lego? Gehe ich auf die Seite, also war dann klar, für den Preis kaufe ich es und dann habe ich es mit den Rabatten halt noch mitgenommen. Aber
Ich freue mich sehr, dass ich es habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch irgendwas zugelegt habt bei den VIP-Days oder beim Black Friday oder sowas. Und was für euch so die Highlights waren. Ich kann es gar nicht genau sagen, denn ich finde, alle Sachen, die ich hier habe, sind etwas Besonderes, sind etwas Cooles und etwas, wo man froh sein kann, wenn man das in seiner Sammlung hat und was auch sammelwürdig ist, sage ich mal. Also, ich habe sehr viel Freude dran. Ich werde mich jetzt dran setzen, zu gucken, wie wir das mit den Herr der Ringe-Sachen machen, weil das ist ein Video, wo ich wirklich Bock drauf habe und was auf jeden Fall die nächsten Wochen kommen muss oder wird, meiner Meinung nach. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt eine großartige Zeit. Vielleicht schöne Geschenke zu Weihnachten, falls wir uns vorher nicht mehr hören oder sehen. Aber ich denke mal, es wird noch was kommen. Und macht's gut.